Servus, grüßt euch bei Camping TV. Ja, heute in dem Video geht es um den Detlef Seagull, was ich für Verbesserungen an dem ganzen Wohnwagen schon gemacht habe und was halt leider ab Werk Mist ist oder welche Mängel der hat. Und die Mängel, die haben so ziemlich alle, egal welcher Aufbau das ist oder welche Aufbaulänge, es sind einfach die Grundfehler. Ich habe den jetzt seit April und war mal jetzt dreimal weg. Und nach jeder Fahrt habe ich entweder während dem Urlaub was richten müssen oder danach was richten müssen. Oder jetzt als nächstes muss ich ihn wieder zum Händler bringen, weil halt ein paar Sachen nicht so sind, wie man sich das vorstellt. Ich würde sagen, wir fangen mal jetzt heraus an und ich zeige euch einfach einmal im Einzelnen, wo ich verbessert habe und wo es einfach bei Detlefs schiefläuft, was ärgerlich ist. Das erste, es ist jetzt bloß eine Kleinigkeit, aber ich sage mal so, der Schriftzug da löst sich oben schon ab. Ja, es ist wie wenn ich einen Mercedes kaufe und das allererste, wenn ich einsteige, ist, wenn der Stern runterfällt. Ich meine, das Markenzeichen, das sollte eigentlich das Letzte sein, was überbleibt von dem Ding. Aber gut, ist eine Kleinigkeit, aber es nervt halt. Dann kommen wir zu der Bremse. Wir haben jetzt ungefähr 2000 Kilometer gefahren. Wir waren mal zwei Wochenenden weg, einmal in Kroatien. Und so nach 500, 600 Kilometer hat die Bremse angefangen zum Quietschen. Und das hat sich natürlich immer besser gesteigert. Und jetzt ist es halt so, wenn du im Campingplatz ankommst, wissen alle, dass du da bist, weil das Ding schreit ohne Ende. Also meine Frau schämt sich damit. Ist schon echt peinlich. Du fährst zum Stellplatz und alle heben den Kopf und schauen, was da los ist. Gut, aber da muss jetzt Detlefs in Schutz nehmen, weil die kriegen ja das Zeug auch von Alko. Trotzdem, einer muss ja einen Kopf hinhalten. Der Händler hat jetzt gesagt, kann sein, dass Detlefs das übernimmt, kann aber auch sein nicht. Also es würde jetzt uncool finden, weil ich meine, 2000 Kilometer, bitte recht schön. Auch wenn die Funktion da ist, das kann ja gar nicht sein. Gut, gehen wir zum nächsten. So, ihr seht, ich habe die Perspektive geändert. Jetzt schauen wir mal in das Kühlschrank-Belüftungsgitter rein. Da war es jetzt im Urlaub so, bin da ungefähr in dem Bereich gesessen und habe mir immer gedacht, was plätschert denn da immer so? Und jetzt schauen wir da mal rein. Jetzt sieht man, da hinten den Schlauch und der ist neben der Auffangschüssel gehängt und da war hier unten alles voller Wasser und ist da schon überall reingelaufen, also nicht so top. Also der Schlauch ist daneben gehängt. Ich habe ihn jetzt provisorisch gekriegt, muss aber auch der Händler noch mal anschauen, weil ich finde, sowas gehört einfach ab Werk. Das Kehrer kontrolliert, auch wenn der Kühlschrank auch ein Zulieferteil ist, sollte man da schon mehr Auge drauf haben. Gut, ist jetzt auch nichts Großes, aber wenn man das nicht sieht, und das läuft da ins Holz rein, das löst sich auf und irgendwann hast du halt da auch einen Schaden. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein. So, jetzt sind wir im Eingang. Jetzt achtet mal auf die Tür, wenn ich die aufmache. Die zieht sich selbst zu. So, jetzt haben wir hier Scharniere drin mit so einem kleinen Federmechanismus. Jetzt haben wir hier den großen Schrank. Hat den Verriegelungsknopf. Als wenn der Wohnwagen nicht ganz in Waage steht und man verriegelt jetzt da nicht, dann geht die ganze Zeit die Tür auf. Das heißt, man muss ewig verriegeln. Meine Verbesserung ist ganz einfach, einen Möbelmagneten eingebaut. Somit muss man das nicht immer verriegeln und hält. Das ganz gleiche habe ich da unten in dem Schränkchen gemacht. So, jetzt kommen wir zu den Schubladen. In einem anderen Video habe ich ja schon beschrieben, wie die Schubladen rausgefallen sind und wie man das reparieren kann.
Ich kann es jetzt noch mit zeigen, aber euch fällt vielleicht auf, dass ich so Griffe anbracht habe. Mit den Schubladen ist es halt so, wenn man es jetzt nur über die Knöpfe, es ist halt immer so ein Kraftaufwand und es ist wirklich unangenehm zu öffnen. Jetzt habe ich einfach von IKEA so Griffe geholt und schon lassen sie die super leicht öffnen und schließen. Und man kann auch noch das Geschirrtuch drüber hängen. Jetzt zeige ich euch noch kurz. Ich habe da drin einfach bessere, größere Anschläge eingebaut. Hier sogar über die ganze Länge. So, jetzt tauchen wir mal hinter die Schublade ab. Ihr seht den roten und blauen Schlauch. Den habe ich jetzt höher gehängt. Der ist zuerst ganz bis nach unten gelaufen und dann übers Rathaus nach hinten zum Tank. Das ist von der Spüle der Wasserhahn. Jetzt, wenn man das Wasser ablässt, dann bleibt immer da unten das Wasser stehen, weil da kein Ablassventil ist. Totaler Blödsinn, hast immer altes Wasser drin. Und da wir das Wasser auch zum Trinken benutzen, beziehungsweise Kaffee kochen, geht das gar nicht, weil irgendwann ist in der Leitung Schmodder drin und das ist blöd. Das wäre jetzt ein Mangel, der wo ab Werk eigentlich super leicht zu lösen wäre, wenn man so wie ich den Schlauch einfach etwas höher hängt, dann hat man ein natürliches Gefälle und das Wasser kann rauslaufen. Ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so ganz interessant, aber für mich war das schon wichtig, dass das alte Wasser oder beziehungsweise das Wasser bei der Stilllegung komplett zu entfernen ist. Jetzt kommen wir zu einem Mangel, das betrifft die Badtür. Ich zeige euch jetzt mal den Spalt von oben nach unten. Man sieht, der ist unten breit, in der Mitte ganz schmal, oben breit. Jetzt zeige ich euch, wenn man die Tür aufmacht, das schleift. Man sieht es auch, dass da schon Schleifspuren sind. Und je nach Temperatur ist es jetzt so, dass das entweder enger ist oder weiter. Jedenfalls ist im Urlaub schon passiert, dass ich die Tür gar nicht aufgekriegt habe. Das, keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber da wird sich der Händler damit auseinandersetzen müssen. Klarer Mangel, würde ich sagen. Dann haben wir hier die schöne Dachluke. Gut, ist auch wieder Zulieferteil, aber die Dämpfer links und rechts, wo da drin sind, wenn man die Luke in der Nacht schließt, weil plötzlich Regen kommt oder sowas, dann sind die unmittelbaren Nachbarn alle wach, weil die Dinger quietschen ohne Ende. Mir wäre es ja im Prinzip wurscht, aber die Nachbarn stört es, habe ich gehört. Kommen wir mal zum Kühlschrank. Der Kühlschrank, der ist schön groß. Nur ich habe da zwei Probleme. Zum einen, der Kühlschrank geht bei mir nicht mit dem Auto auf 12 Volt. Also ich habe zwar im Auto 12 Volt Dauerstrom, aber keine Ladeleitung. Das heißt, der Kühlschrank geht während der Fahrt nicht. So, jetzt habe ich mir überlegt, was kann ich machen? Ganz klar, man baut das Ganze um, habe eine Trumor Monocontrol eingebaut und lassen auf Gas laufen. So, jetzt ist aber das so ein schönes digitales Feld, das wo Strom braucht. Gut, Klemme 30 habe ich, also läuft es auch. Nur das Problem ist bei meinem Auto, wenn ich die Türen verschließe, schaltet er auch die Klemme 30 nach hinten ab, schaltet also das Bedienfeld aus und somit läuft er auch nicht auf Gas. Ja, jetzt ist guter Rat teuer. Habe ein bisschen recherchiert. Klar, es gibt jetzt da so eine Batteriebox rein, dass, wenn der Strom wegfällt, die Steuerung am Leben erhalten wird. Jetzt habe ich aber in dem Wohnwagen eine Mooferbatterie und bevor ich das Fach
für 30 Euro kaufe, habe ich ein Stück Kabel genommen und habe einfach die Bordelektronik, die Mover-Batterie mit der Bordelektronik verbunden und somit läuft das Ganze auf Gas und die Steuerung läuft mit Strom. Also wird ununterbrochen mit Strom versorgt. Das Ganze sieht wie folgt aus. Da haben wir jetzt den 12-Volt-Wandler und ich habe da einfach einen Schalter eingebaut. 12 Volt an, aus. Hab da hinten auch noch ein Relais. Das heißt, sobald Strom vom Auto kommt, schaltet das um und nimmt den Strom vom Auto. Somit funktioniert das. Jetzt kommen wir zum Bett. Das Bett ist riesig groß auf den ersten Blick. Im Prospekt ist angegeben 1,55 Meter mal 2,10 Meter Liegefläche. Und von dem haben wir uns täuschen lassen. Wir haben jetzt da einen Topper drauf, weil die Matratze, wenn man schaut, die ist zum einen sehr dünn, dafür ist aber prügelhart, also Schlafkomfort null. Ich mache jetzt einmal den Topper zur Seite. Einmal, jetzt habe ich schon einen zweiten drin. So, jetzt sieht man hinten so ein schönes gelbes Teil. Man hört, wie das alles schön quietscht. Das ist jetzt mein Fehler. Ich habe mir das nicht genau angeschaut beim Kaufen. Ich habe mich von der schieren Größe des Bettes täuschen lassen. Jetzt passt es mal auf, was ich euch jetzt zeige. Das ist nämlich wichtig zum Wissen. 3,5 cm Schaumstoff und ein Holzbrett haben wir die als 1,55 Meter Bett verkauft. Wie gesagt, die Matratze, dass die bestimmt scheiße ist, habe ich ja beim Kaufen schon gewusst. Leider gibt es ja keine Option, dass man sich gleich was Besseres mitkauft. Sonst hätte ich das gemacht, weil meine Frau und ich haben ein bisschen Rücken. Und da ist ein gutes Bett dann schon wichtig. Jetzt ist aber das eine. Jetzt schauen wir uns den Unterbau an. So, jetzt schaut mal her. Jetzt ist da noch eine Lücke. Also man liegt, wenn man hinten liegt, liegt man auf dem Holzbrett, dann auf der Latte vom Lattenrost und dann kommt erst das mickrige, eigentliche 1,35 Meter Bett. Also ich finde, da hat Detlefs uns so richtig mal verarscht. Ich habe das Ganze Detlef schon geschrieben. Leider habe ich keine Reaktion von denen gekriegt. Ich war auch nicht sehr höflich. Also, sagen wir so, ich bin immer sehr direkt. Ich rede da nicht lange um einen heißen Brei rum. Ich habe ihnen gesagt, dass er mich beschissen fühlt und dass ein Bett sein soll. Es ist natürlich als Liegefläche ausgeschrieben und dass irgendwo der Platz begrenzt ist, weil da drunter der Gaskasten ist. Das ist mir schon klar. Aber dann darf ich es nicht als 1,60 Meter Bett verkaufen, wenn man da in Wirklichkeit gar nicht wirklich liegen kann. Ja, mit zwei Topper und ja, die Matratze werde ich wohl auch noch austauschen müssen. Wird sich das dann schon irgendwie beheben lassen? Aber ganz ehrlich, das ist eine Frechheit. Und das stinkt mir echt. Also, Detlefs, ich weiß nicht, was ihr euch da denkt habt. Vielleicht sieht das jemand von euch. Ich fühle mich beschissen. Und die, wo einen Bürsten haben, die werden das wahrscheinlich genauso sehen. Jetzt ist natürlich nicht jeder gleich vom Rücken her und so. Der eine sagt, naja, Camping ist halt auch ein bisschen eine Qual. Nee, das ist nicht so. Ich will mich nicht quälen. Also ich will gut schlafen und ich will gut essen, wenn ich im Urlaub bin. Und mit dem Bett ist das leider nicht gegeben. Ja gut, ihr seht's, das ein oder andere ist einfach ein bisschen im Argen. Hilft nicht. Ist halt so. Ich finde es nicht schön, die ganzen Besitzer von den Detlefs Seago oder es betrifft ja auch die Bürstner, die werden das auch nicht unbedingt super cool finden, dass die ganze Zeit irgendwas selber verbessern müssen. Wobei bestimmte Sachen ab Werk ja noch nicht einmal Geld kosten würden. Das ist einfach bloß, ich weiß nicht, schnell, schnell, billig aussehen, Hauptsache Kunden so viel wie möglich verkauft
Und Gedanken macht man uns keine. Bloß die Zeit mit dem Boom, die lässt halt irgendwann nach und dann zlegt es euch. Weil den Scheiß keiner mehr kaufen mag dann. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir genug geschimpft. Servus.